Hi Leute, willkommen zurück in einer neuen schönen Aufnahme. Hier ist wieder euer Pico-Sohn und heute machen wir. Ich werde euch eine Geschichte erzählen über einen Inder aus meiner Schule. Und das hier ist er. Genauso sieht er sie aus. Also ich kann einfach wunderschön zeichnen. Genauso sieht sie echt aus. Und weißt du, die erzählt mir so, ja, ich habe eine Villa in Indien. Das ist hier die Villa, das hier, das ist eine Villa. Und da sein, es soll ein Elefant sein, aber ich glaube eher, es ist ein Esel namens Bobo. Und das hier ist, das ist, wie wird Bobo geschrieben? Warte mal. Okay, also, das ist auf jeden Fall ein schönes Random Code Video. Also, das ist Bobo. Das ist Bobo, er sieht natürlich wunderschön aus. Ich werde das Bild kurz speichern. So. Was war das? Okay, warte, weil ich muss das kurz wegmachen. Professionelles YouTube da sein. Okay, dann machen wir mal den Esel weg. Okay, dann geht das halt nicht. Egal. Ist auch egal. Leute, auf jeden Fall. Dieser Inder tut so, ja, ich bin reich, ich trage jetzt voll die Gucci-Schuhe hier. Seht mich an, ich trage Gucci-Schuhe. Von Deichmann. Okay, das sollten vielleicht auch keine Gucci-Schuhe sein. Aber wenn du reich sein willst, warum wohnst du dann nicht in Indien bei deinen Eseln, bei deinen Elefanten, bei Bobo, bei deiner Oma aus Afghanistan? Also das geht so nicht weiter. Ich glaube, du weißt genau, wer du hier bist. Also wir wollen jetzt hier nicht um den heißen Brei reden. Also das war eingeblendet, okay. Das war Random Cut auf jeden Fall. Dieses Video wurde gewünscht von jemand ganz bestimmten. Und auf jeden Fall, Leute, wir sehen uns in der nächsten Part. Dann schön, Leute, ihr schönen Gucci's. Hier war euer Pico-Sohn.